Es gibt nur ein einziges Pokémon, nämlich Mew. Tada! Bereits bekannt ist ja, dass Mewtwo ein misslungener Klon von Mew ist. Wir legen allerdings noch ein Schüppchen oben drauf und sagen, alle Pokémon sind misslungene Klone von Mew. Vergleicht man nämlich Mew und Ditto, fällt auf, dass man sie nicht nur an identischen Orten findet, dass sie nicht nur dieselben Base-Stats aufweisen, dass sie nicht nur dieselben Farbschemata aufweisen, dass sie nicht nur dasselbe wiegen, nämlich ungefähr 4,4 Kilogramm, und dass sie beide geschlechtslos sind. Außerdem sind sie die einzigen Pokémon, die die Attacke Transformation von selbst durchleveln lernen können. Das lässt schließen, dass Dittos nichts anderes sind als misslungene Mew-Klonversuche, die sich in der Natur immer neue Identitäten und Formen gesucht haben und diese nach und nach verbesserten. Das erklärt übrigens auch, warum manche weniger gelungene Klone, also manche Pokémon, aussehen wie alltägliche Gegenstände. Ganz ehrlich, das ist doch kein Pokémon. Das ist ein Eiscreme. Was soll das? Was ist das? Das lässt auch eine Erklärung zu, warum sich sämtliche Pokémon untereinander verständigen können, obwohl sie vom Phänotypus her unterschiedliche Rassen sind und ihre unterschiedliche Lautsprache ja auch unterschiedlichen Sprachen ähnelt. Außerdem lassen sich ja alle Pokémon, egal wie groß oder klein und egal welcher Typ, mit denselben Pokébällen fangen und durch die exakt identischen Methoden im Pokécenter heilen. Eben weil es sich im Ursprung um einen einzigen Pokémon-Typus handelt. Alle Pokémon sind also durch die Bank weg Dittos eben misslungene Klone. Genau, und die mächtigen Pokémon, die man findet, sind nichts anderes als besser gelungene Klonvarianten von Mew. Wow, das ist erstaunlich logisch. Or is it? Smoggewitter. Ja, willkommen auf unserer Endcard. Es ist uns mal wieder eine Ehre gewesen, sämtliche Hardcore-Pokémon-Fans unter euch so ein bisschen anzupimmeln. Mit unserer analytischen und besonders investigativen Leistung. Denkleistung zum Thema Pokémon, denn es gibt nur das ein einziges. Alle anderen sind von Menschen geschaffen. Was war das denn gerade? Das war eine sehr verstörende und schlimme Art und Weise von den X-Akt.